Rosa! Wir müssen weitermachen. Das Bild muss bis zur Vernissage fertig werden. Jawohl, Herr Lehrer. Herrschaftszeiten! Alles Gleiche. Rosa! 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 Du siehst wunderschön aus, wenn du dich konzentrierst. Ich finde, wir sollten dringend eine Pause machen. Moment. Moment ist mir zu lange. Nein, jetzt nicht. Es läuft gerade so gut. Also so etwas Ungezogenes. Also, entschuldigen Sie bitte schön vielmals, aber Sie haut dauernd ab, gell? Sie ist ein wirklich undankbares Tier, gell? Die, also nix für ungut, gell? Nix für... Passt schon. Für Gott, jetzt komm, meine Kleine. Jetzt gehen wir aber weg. Sehr schön. Hier kannst du noch ein bisschen verdichten. Achte auf deine Perspektive. Eigentlich habe ich überhaupt keine Zeit. Echt nicht? Außerdem hat man doch ausgemacht, das Ganze aus der Schule rauszuhalten. Immer muss alles geheim sein. Ich kann nicht mitten im Kunstunterricht über dich herfallen, ne? Warum denn nicht? Nein, aber ich halte es wirklich nicht aus ohne dich. Ich muss dich immer berühren, spüren, atmen. Wann sagst du es eigentlich deiner Frau? Ich habe dir doch gesagt, dass es nicht so einfach ist. Ich dachte, du liebst mich. Das tue ich doch auch. Aber Bella ist sehr sensibel, weißt du? Ich muss ihr das irgendwie schonend beibringen. Am Ende tut sie sich noch was an. Wenn du es nicht tust, mach ich's. Was? Du liebst mich und ich liebe dich. Das wird sie doch einsehen. Naja, so einfach ist es nur auch wieder nicht. Ich mach das schon. Aber lass uns wenigstens warten, bis du mit der Schule fertig bist, okay? So lange noch? Vielleicht kannst du bis dahin ja was für dein Abi tun. Jawohl, Herr Lehrer. Ich muss jetzt los, ja? Die Augen zu. Die Äuglein wieder auf. Na, was sagst du? War mit Sicherheit nicht billig. Ja, für dich ist mir nichts zu teuer. Solche Sprüche kenne ich von dir gar nicht. Sonst hast du unseren Hochzeitstag immer vergessen. Oh. Und das soll nie wieder vorkommen. Auf uns. Wie war das nochmal? Je teurer die Geschenke, desto schlechter das Gewissen oder irgendwie so etwas. Was willst du damit sagen? Ach, nur so ein Spruch. Darf ich Ihnen nun den ersten Gang servieren, Madame? Ich war übrigens heute im Bootshaus. Ach ja? Ich hatte dich doch gebeten, nicht dahin zu kommen. Deine Clara hat wirklich einen wunderschönen Körper. Was heißt denn hier meine Clara?
Sie ist mein Modell, mehr nicht. Hier habe ich was anderes behauptet. Den hat sie übrigens vergessen. Hör mal, es ist wirklich lächerlich, wenn du glaubst, ich hätte irgendwas mit dir. Sie ist meine Schülerin. Glaubst du, ich will von der Schule fliegen? Du glaubst gar nicht, wie schnell du mich los sein kannst. Du musst mir etwas sagen, dann bin ich weg. Allerdings auch das Geld, mit dem man so teure Geschenke kaufen kann. Was ist denn jetzt mit dem ersten Gang, Schatz? So, Offenschule für die Damen. Da kann man so ein schönes Mädel in der Sonne warten lassen. Da bist du ja. Ich dachte schon, du kommst nicht mehr. Nicht hier. Warum treffen wir uns denn hier? Ich muss mit dir reden. Wir können so nicht weitermachen. Bella hat Verdacht geschöpft. Das ist doch gut, dann kannst du endlich die Wahrheit sagen. Sei doch vernünftig. Was ist denn los? Was willst du mir sagen? Es ist besser, wenn wir uns eine Zeit lang nicht mehr treffen. Was? Aber du musst es ihr nicht sagen. Es geht auch so. Clara. Es ist aus. Aber du liebst mich doch. Natürlich liebe ich dich. Aber guck mal, du bist doch noch jung. Sehr jung. Für dich wird schon noch der Richtige kommen. Ich bin eh viel zu alt für dich. Ich muss jetzt. Nimm's nicht so schwer. Was ist das? Was ist denn da los? Angeln beruhigt die Nerven. Halt! Was machen Sie denn da? Nein! Nicht. Hören Sie auf! Lassen Sie mich hier! Aua! Schluss jetzt! Jetzt kann ich wirklich einen gebrauchen. Nach der Aufregung. Sag mal. Hast du eigentlich einen Namen? Ja, ist schon gut. Man muss auch schweigen können. Wird sowieso viel zu viel Unsinn geredet. Siehst du, bei meinen Schwindel ist das ganz anders. Die grunzen nur, wenn sie wirklich was zum Sagen haben. Ist schon recht. Schweigen wir halt. Prost. Tja, das war's für heute. Danke. Komm. Nur die Ruhe. Wenn die genauso begeistert in die Klassenzimmer reinstürmen würden wie heraus, wäre alles gut. Sagen Sie was. Weshalb ich zu Ihnen komme. Wissen Sie zufällig, wo Clara Meissner steckt? Die war heute Nacht nicht im Internat und im Unterricht war sie auch nicht. Wieso fragen Sie ausgerechnet mich das? Nun ja. Tut mir leid. Aber ich bin nicht dafür angestellt, Tag und Nacht auf meine Schüler aufzupassen. Aber Sie wissen ja, wie Mädchen in dem Alter sind. Ich werde schon wieder auftauchen. Hoffentlich haben Sie recht. Ja.
geschlafen? Mhm. Willst du was frühstücken? Ich habe keinen Hunger. Kommt vor. Ich heiße Clara. Hans. Rosa erkennst du ja schon. Das ist Zeus, Aphrodite und Anneliese. Ich gehe dann jetzt mal. Vielen Dank. Und wo willst du denn hin? Was? Die ist bei dir? Ja, ist was passiert? Mir nicht, aber mir. Ja, mich hat's total erwischt. Ja, Grippe. 40, Fieber. Total fertig und kaputt. Ja, sie sorgt halt für mich und für die Tiere. Und irgendjemand muss die Viecher ja fordern. Es ist doch nur für kurze Zeit. Dir wird schon irgendwas einfallen. Mir wird schon was einfallen. Normalerweise dürfte ich sowas gar nicht zulassen. Wenn das Ihre Eltern erfahren. Alles in Ordnung, hat nichts dagegen. Hans! Aufgelegt. Sie hätten Schauspieler werden sollen. Um Gottes Willen. So, und jetzt gehen wir wieder an die Arbeit. Hof macht unglaublich viel Arbeit. Muss die Tiere füttern und pflegen, Holz hacken, Gras mähen, auf den Garten aufpassen. Dauernd ist irgendwas kaputt und du musst es reparieren. Aber schon das Schönste auf der Welt. Mein Gott, das ist nicht. Wenn ich so alt war wie du, da hatte ich auch ganz andere Pläne. Sie wollen gar nicht wissen, warum ich gestern so ausgerastet bin. Mir wäre lieber, wenn du mich duzen würdest. Einverstanden. Dein Maler hat dich verlassen, stimmt's? Ist viel älter als du. Wahrscheinlich ist er verheiratet. Ja? Alles Mögliche versprochen und dann hat er geschworen, seine Frau zu verlassen. Und dann hat er sich aus dem Staub gemacht. Wie immer, das alte Spiel. Habe ich recht? Ja. Ja, wie? Hast du die beiden zusammen gesehen, oder? Ja. Ach komm, das ist doch nicht wahr. So etwas würde er niemals tun. Also, das hätte ich Klaus echt nicht zugetraut. So ein Schwein. Ja. Hm. Oh, warte mal. Hey, hallo. Hallo, Schatz. Maren ist dran. Sie meint, dass Klaus eine Geliebte hat. Was? Ja. Hast du heute eigentlich keinen Unterricht? Ist ausgefallen. Oh. Die Schule hat nämlich gerade angerufen. Da du ja mit Übelkeit im Bett liegst, wollte sie dir nur sagen, dass Clara gefunden wurde. Ach was? Ja. Gut. Ich hätte einfach keine Lust mehr. Hast du dir Sorgen um die Kleine? Sie hat in letzter Zeit ziemlich viel Probleme zu Hause. Ihre Eltern wollen sich scheiden lassen und sie leidet sehr darunter. Und da hat man sich ja wohl Sorgen machen. Maren, da bin ich wieder. Hör mal. Also wenn er wirklich eine hat, dann lass dich scheiden. Ja, sicher. Also ich würde es sofort tun. Ja, klar, auf der Stelle. Ja. Und wenn du einen Anwalt brauchst, ich kenne da einen. Es ist immer das Gleiche. Als Geliebte zählt er aber den Kürzern. Ich muss halt nochmal mit ihm reden. Er hat das nicht so gemeint. Ja? Er liebt mich, das weiß ich. Aha.
Aber gestern wolltest du noch die Hütte abfackeln, gell? Ich war so wütend. Das sei mir nicht böse, wenn ich jetzt ein bisschen hart bin. Aber der hat dich doch fallen lassen. Wie eine heiße Kartoffel, hä? Er hatte halt Angst. Es ist ja auch nicht so einfach, sich von seiner Frau zu trennen. So, aber bei dir sind das offensichtlich ziemlich leicht gefallen, gell? Du kennst ihn doch gar nicht. Ja, da hast du recht. Und warum glaubst du denn alles zu wissen? Ich glaube ja gar nicht. Jedenfalls habe ich auch keine Lust, hier weiter den weisen alten Mann zu spielen, der alles besser weiß, nur weil er ein bisschen älter ist. Wollte ich ja nur vor einer Dummheit bewahren. Aber bitteschön, wenn du sie machen willst, geh halt hin zu ihm. Geh halt hin zu ihm! Ich habe ihm so vertraut. Ich finde, jeder muss im Leben mindestens eine traurige Liebesgeschichte erleben. Du auch? Ja, natürlich. Eines Tages ist sie einfach weggegangen, hat sich für einen anderen entschieden. Aus heiterem Himmel, also ganz plötzlich. Da stand ich dann da mit meiner Liebe und wusste nicht, wohin mit ihr und wohin mit mir. Das war hart. Da darf man sich nicht unterkriegen lassen. Da muss man stark sein und stolz. Stolz auf sich selbst, dass man da ist und überlebt. Hast du sie jemals wiedergesehen? Ja, ganz schön gehörig die Meinung gegeigt. Weißt du, das ist der Unterschied zwischen Menschen und Schweinen. Schweine bleiben. Außer Rosa. Ja, das Brüchchen, ne? Oh, 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 jetzt hat er angebissen. Was meinst denn du? Lieber das hier? Oder lieber den blauen Akt? Na, dann das. Da steckt mehr Emotion drin. Hängst du das mal auf? Ich habe vor, meine neue Serie mit dir zu machen. Ah ja? Was hältst du davon? Willst du dich wieder einschmeicheln? Bella, hör auf damit, ja? Bin ich dir noch knackig genug, hm? Es wird einen Aufruhr in der Männerwelt geben, wenn sie die Bilder sehen. Du bist ein Schweinehund. Heute Abend hat er seine Vernissage. Alle werden seine Bilder loben, klatschen und seiner Frau zu seinem tollen Mann gratulieren. Endlich mal eine gute Gelegenheit, ihn richtig ins Schwitzen zu bringen. Den bringt nichts ins Schwitzen. Gar nichts. Wetten doch. So, jetzt kommen die Hühner dran, da. Das kannst du dann streuen. Und mach das Tor wieder zu, dass sie nicht rausfliegen. Wenn du willst, ich hätte noch ein ganz schönes Kleid von meiner Tochter für heute Abend. Hm? Da kann man nicht alles. Hopp, 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 hopp. Also, Herr Lausitz, ich bin beeindruckt. Die ganze Arbeit mit dem Unterricht und dann noch solche Kunstwerke. Sie können wirklich stolz auf Ihren Mann sein. In der Hinsicht mit Sicherheit.
das nicht. Also, warum bin ich nicht mehr jung? Ich schaff das aber wirklich nicht. Natürlich schaffst du das. Pass auf, und danach kannst du wieder frei atmen, glaub mir. Wenn du meinst. Dann jetzt viel Glück. Zeig sie. Ich frage mich ja, wo sie immer diese Modelle hier haben. Das sind ja wohl hoffentlich nicht Schülerinnen. Was Sie immer von mir denken. Ich kann Ihnen sagen, die finden Sie wirklich an jeder Ecke. Guten Abend. Mit dir habe ich noch ein Wörtchen zu reden. Sie sind Clara, stimmt's? Mein Mann erzählte mir, dass Sie zu Hause einige Probleme haben. Geht's denn schon wieder besser? Ach, wissen Sie, mit einigen Dingen muss man eben erst fertig werden. Aber ich komme ganz gut klar. Sie entschuldigen mich, ich muss mich um meine Gäste kümmern. Sagen Sie, halten Sie eigentlich gar keine Rede? Nein, also eigentlich. Na, also kommen Sie. Lassen Sie doch, also reden ist noch wirklich. Also Herrschaften, der Künstler will etwas sagen. Danke, danke, danke. Vielen Dank, dass Sie heute Abend so zahlreich gekommen sind. Ich freue mich wirklich ganz besonders. Ja, die Bilder sprechen für sich selber. Eigentlich gibt's nicht mehr zu sagen. Amüsieren Sie sich, trinken Sie was. Viel Spaß. Clara, ist ja schön, dass du auch gekommen bist. Hermann, deine Rede war wirklich beeindruckend. Tja. Du, ich möchte dir jemanden vorstellen. Du, ich unterhalte mich eigentlich gerade sehr gut mit Clara. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ich möchte auch noch etwas sagen. Ich möchte etwas sagen, was ich unbedingt loswerden muss. Was mir sehr am Herzen liegt. Geht's dir nicht gut? Doch, doch. Als Schülerin dieses hochbegabten Künstlers möchte ich mich im Namen meines ganzen Kurses recht herzlich bei ihm bedanken. Dass er neben seiner künstlerischen Arbeit auch die Zeit gefunden hat, sich um uns kleine Stümper zu kümmern. Rührend zu kümmern und uns mit viel Geduld und Liebe ein Stück weit an seiner außergewöhnlichen Fähigkeit teilhaben lässt. Danke. So, jetzt muss ich aber gehen. Auf Wiedersehen. Entschuldigen Sie mich, Herr Lauf. Clara! Es tut mir alles so leid. Ich hätte das nicht tun sollen. Du bist so eine wunderbare Frau und du bist so schön. Ich möchte, dass du weißt, dass ich für dich da bin. Und wenn du willst, dann können wir es noch mal zusammen probieren. Weißt du was? Es gibt da einen großen Unterschied zwischen Schweinen und Menschen. Schweine können stolz darauf sein, so zu heißen. Clara! Bella, bitte, ich kann dir alles erklären. Siehst du, ich hatte recht. Ein Glück, dass du mir geholfen hast. Schwein gehabt. Schade, dass du nicht ein paar Jahre jünger bist. Gott bewahre. Ein falsches Wort und du würdest mir den Hof anzünden. Thank you.
Das da. Was ist das? Ein Heublumenbad. Ist halb so teuer und hat die gleiche Wirkung. Ich sage immer, alles, was gesund ist, macht auch gesund. Gegen alles ist in unserer Natur ein Grab gewachsen. Ja, aber. Lesen Sie es mal durch. Was wünschen Sie bitte? Wer hat denn das verschrieben? Steht da drauf. Dr. Bacher. Und für was soll das gesund sein? Das ist meine Sache. Ja, bitte, bitte. Aber wenn Sie es wirklich am Herzen haben, hilft das gar nichts. Im Gegenteil. Macht's bloß schlimm. Hat mehr Nebenwirkungen wie Wirkungen. Ich würde Ihnen aus der Natur was empfehlen. Weißdorn zum Beispiel. Könnte ich jetzt endlich mein Medikament haben? Ja, aber von mir nicht. Das macht die Peter. Danke, mir pressiert's. Ja, einen Moment, das muss ich hinten holen. Ja, komm ja schon. So, Herr Hirsch, jetzt macht man's. Ja, Herr Hirsch, wo bleibst denn? Das geht uns alles von Ihrer Zeit ab. Ich hab Sie doch extra gebeten, hinten vorzufahren und nicht zu hupen. Muss doch nicht jeder Mensch wissen, dass ich in die Fahrschule gehe. Ein Süßmeier fährt nie hinten vor. So, und jetzt geben Sie Gas. Ja. Handbremse lösen, Kupplung treten, Gang einlegen, Blinker setzen und ganz langsam anfahren. Nehmen Sie es ihm nicht übel, er meint es ja nur gut. Außerdem ist er halt einfach gegen zu viel Chemie. Und heute ist er noch besonders nervös, denn er macht nämlich gerade seinen Führerschein. Das ist sein Problem. Ja, wissen Sie, früher hat ihn ja seine Frau mal gefahren, aber seitdem die tot ist, der will halt auch nicht immer nur unfreundlicher Patron. Ja, wissen Sie nicht, wer das war? Na. Sie machen mich ganz nervös, Herr Süßmeier. Nein, Herr Hirsch, ich mache Sie nicht nervös, Sie machen mich nervös. Mhm. Sie sollen nicht alles auf einmal machen, Sie sollen es hintereinander machen. Ja. So, und jetzt gibt's Gas. Idiot! Wie meinen Sie jetzt damit? Wissen Sie, was Sie vergessen haben? Mhm. Den Blinker. Mhm. Doch nicht den Scheibenwischer oder rings draußen. Ha? Oder sehen Sie irgendeinen Tropfen auf der Scheibe? Jetzt fahren Sie zu. Langsam. Ruhig. Herr Hirsch. Ja. Langsam. Hirsch. Langsam. Ganz langsam. Jetzt haben Sie schon 37 Fahrstunden, Herr Hirsch. Irgendwann müssen Sie es doch kapieren. Haben Sie meine Tabletten dabei? Ja. Ja, lassen Sie gefälligst beide Handy am Steuer. Ich mach das schon. Ich würde an Ihrer Stelle nicht so viel Pillen schlucken. Gehen Sie lieber mal zum Arzt wegen Ihrer Magenschmerzen. Sie haben bestimmt ein Gespür. Ja, wundert Sie das. So, jetzt bleiben Sie mal da stehen. Was sehen Sie davon? Sträucher und Bäume? Nein, weit davon. Ein Busch? Das ist aber keiner. Das ist eine Radarfalle. Und die Herrschaften dahinter, die auf der Lauer liegen, die haben nur einen Wunsch. Mich zu erwischen. So, und jetzt zeige ich Ihnen, wie man die Radarfalle umfährt. Wenn man Auto fahren kann. Hirsch, jetzt passen Sie auf. Steigen Sie mal aus. Da kommt einer. Das ist doch der Süßmeier. Diesmal erwischt man. Nix zu machen. Aber eines Tages kriege ich ihn, den Süßmeier. Aber dann ist er seinen Führerschein los.
Sie gut, Herr Hirsch. Na, Herr Nachbar, ist es nicht schade, dass so ein schönes Auto nicht mehr gefahren wird? Es ist wirklich jammerschade, wenn Irene und ich haben damit die schönsten Autotouren gemacht. Mit dem Auto durch die Toskana. Das war unser größter Wunsch. Florenz, Siena, Viareggio. Naja, dazu ist leider nicht gekommen. Aber ich kann halt nicht Auto fahren. Ach so? Ich habe aber gehört, dass Sie einen Führerschein machen. Das ist nur ein Gerücht, Herr Nachbar. Nur ein Gerücht. Ach so? Dann fährt also jetzt ein Gerücht durchs Dorf. Nichts für ungut. Vergessen, dreimal täglich gurgeln. Wird gemacht. Wiederschauen. Wiederschauen. So, jetzt gehen's aber mal, Mensch. Heute ist doch Ihr Tag, Chef. Ja. Na los, ich mach das hier schon. Was sehen muss, muss sehen. Ja, also Chef, toi, toi, toi. Danke, ja. Na, Herr Hirsch, wie fühlen Sie sich? Bescheiden. Nur Mut, das wird schon backen. Ihr Wort in Gottes Ohr. Für die nächste halbe Stunde heißt der liebe Gott Wiesner. So, anschnallen. Ja. So, da fahren, da ist er. Wie? Fahren Sie langsam ran. Irgendwie kommt mir der bekannt vor. Langsam, langsam, um Gottes Willen, hier ist langsam! Grüß Gott, Herr. Grüß Gott, Herr Wiesner. Grüß Gott. Sie sind also der Prüfling Hirsch? Ja. Mal schauen, was Ihnen der Herr Süßmeier alles beigebracht hat. Auf geht's. Ich hab gesagt, fahren, Herr Hirsch, nicht reiten. Dies ist eine Fahrprüfung. Ja, fahren Sie bitte weiter. Oder wollen Sie parken? Und schauen Sie bitte nach vorn. Sie sollen nicht Karussell fahren, Herr Hirsch. Nur Auto. Jetzt biegen Sie endlich ab. Hoppala. So, und jetzt steigen Sie aus, bitteschön. Ich? Nein, der Herr Süßmeier. Ja, wieso? Ich bin doch der Fahrlehrer.
Sie haben jetzt schon zum zweiten Mal eingegriffen. Ich möchte nicht wissen, was Sie können, sondern ich möchte wissen, was der Prüfling kann. Also steigen Sie aus, Hopp. Ja. Möchten Sie, dass ich die Prüfung abbreche? Nein, nein. Ich bin schon weg. Ja, hoffentlich. Drast ist er. So, und jetzt, Herr Hirsch, jetzt zeigst du mir mal das Anfahren am Berg. Auf geht's. Jawohl. So, und jetzt bremsen Sie mal, Herr Hirsch. Bremsen. Aha, ah, gut. So, und jetzt kommt's drauf an, gell? Anfahren am Berg. Die Königsdisziplin eines bayerischen Autofahrers. Wenn man etwas können muss bei uns, dann das. Aber wenn Sie das geschafft haben, dann bin ich bereit, Ihnen manches andere nachzusehen, bitte. Jawohl, Herr Wiesner. Gang einlegen, Kupplung kommen lassen, Handbremse lösen und Gas geben. Anfahren! Anfahren, Herr Hirsch! Abfahren können Sie beim Ski, also nochmal. Oh. Oh, oh, was ist denn? Mein Herz. Ich glaub, das ist was gewesen. Schnell fahren Sie zum Krankenhaus. Ja. Fahren Sie zum Krankenhaus. Also fahren Sie halt schon. Ruhig, ganz ruhig. Dann wissen wir, kommen schon ins Krankenhaus. Du, da kommt schon wieder einer. Du, der ist ja verdammt schnell, schau hier. 130 auf der Landstraße. Du, das ist ja der Süßmeier. Los, den schnappen wir uns. Jetzt ist dein Führerschein. Los, auf geht's. Los. Zack, abgefahren. Ich krieg den. Da kann der fahren wie der Schuhmacher. Der spinnt doch. Der ist doch deppert, der Süßmeier. Also, wenn er so weiterfährt, dann kann er seine Fahrschule zusperren. Vorsicht. Pass auf. Bitte kommen Sie doch gleich. Bitte, ich hab da jemand im Auto drin. Bitte kommen Sie gleich. Ich hab da jemand im Auto. Kommen Sie. Was ist passiert? Ja, wahrscheinlich ein Herzinfarkt. Aber Brustschmerzen, zwei Saftbrüche. Wie lange ist das her? Ja. Stockraum, Sauerstoff, Defibrillator bereit. Auf geht's. Sie warten draußen. Ja. Süßmeier. Der ist vorher ausgestiegen. Ich bin gefahren. Was? Sie sind gefahren? Ja, die ganze Zeit schon. Jetzt haben Sie doch mal Ihren Führerschein. Ja, Führerschein habe ich leider keinen. Was? Wäre auch wahrscheinlich keiner mehr kriegen. Na, haben Sie Ihren Führerschein? Nein, ich habe keinen. Oh je, der Wiesner hat sie bestimmt hart hergenommen, ne? Ja, der liegt jetzt im Krankenhaus. Was? Was haben Sie denn gemacht, um Gottes Willen? Da.
Prüfling Hirsch. Grüß Gott. Ich will bloß mal nachschauen, wie es Ihnen geht. Es geht schon. Dank Ihnen. Es freut mich. Vielleicht hätte ich doch gleich in der Apotheke auf Sie hören sollen. Das Zeug, das war ja wirklich Gift für mein Herz. Ne? Aber so wie es ausschaut, haben Sie mir ja nun jetzt doch das Leben gerettet. Aber bestanden habe ich nicht. Doch, doch. Ja, der Führerschein. Anfahren am Berg hat ja geklappt. Herr Hirsch, wo geht's denn hin? Zuerst Hauptbahnhof München, dann durch Scanner. Ja, im Zug? Ja. Sie haben doch jetzt einen Führerschein. Ja, stimmt, ja. Aber das Autofahren kann ich immer noch nicht. Können Sie mir einen Gefallen erweisen? Und zwar geben Sie doch den Führerschein für mich zurück. Sind Sie lieb. Weil wissen Sie, in meinem Alter muss man schon seine Grenzen kennen. Und meine Grenze ist das Autofahren. Was machen denn Sie da am Bahnhof? Naja, ich hab keine mehr. Was? Sie haben ihn mir abgenommen. Ja, wieso denn? Sie waren diesmal hinterm anderen Busch. Ah, jetzt verstehe ich. Und jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Jetzt guck mal. Wenn man im Leben immer genau wüsste, was im Busch ist, gäbe es keine Überraschungen mehr. Das wird wirklich fad. Aber solange das Leben für eine Überraschung gut ist, ist das Leben lebenswert. Auch wenn einem manches nicht passt. Bitte schön. Bitte schön. Alles Gute.